groß das Map war. Ein zeitlicher, gestellter Bug. Ich bin dafür, dass ich jetzt mal eben kurz eine Viertelstunde verlängere. So. Also. Nochmal, wir versuchen das Ganze vor. Wir springen hier hoch. Müssen warten, bis der spuckt. Gehen dann hier hoch. Der spuckt nochmal. Warum greift er eigentlich nicht immer? Und da verließen sie ihn, die guten Geister. Er ist von allen guten Geistern verlassen. Da bewege ich mich einmal und laufe in die Dornen. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Das kann doch alles hier nicht wahr sein. Das reicht jetzt langsam. Ich werde jetzt gerade ein bisschen ungehalten. Das ist alles nicht wahr. Ich dachte so, Valentin, ich dachte, ja. Machst einen schönen Stream. Im Endeffekt ist der ganze Stream vom Arsch, weil man hier nicht weiterkommt. Man hört mich nur fluchen. Das auf dem Valentin. Das ist alles andere als sweet. Aber solche Szenen müssen ja auch mal sein. Ist ja nicht alles Gold, was glänzt, ne? Ich werde es einfach umbenennen in Outtakes. Dann haben wir das Problem gelöst. Und die Schlüsselszene, wenn ich es schaffe, werde ich dann in einer schönen Zusammenfassung mit schönen Effekten online stellen. Ja, schön die Dornen springen, ne? Das macht natürlich besonders Bock. Ja. Ich habe keinen Bock, immer wieder von neu anzufangen. Das nervt einfach. Der jetzt abgeht hier.
verstehe ich alles nicht. Dass ich etwas verzweifelt finde, merkt ihr daran, dass ich weniger rede. Ah, Mann, das ist... Was soll das? Komm, spuck, 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 spuck. Ja. Jetzt haben wir noch knapp 5 bis 10 Minuten. Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung. Das ist wieder echt so ein Ausdauerspiel, Ausdauerszene, wo man wirklich am besten mit einem Beinbruch 5 Wochen zu Hause liegt und mal außerordentlich viel zocken kann. Und eh nichts passiert. Ja, Leute. Jeder, der sich das Spiel holen mag, sollte gute Nerven haben. Ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, was ich da noch zu sagen kann. Das Spiel ist tatsächlich nichts für schwache Nerven. Aber ich würde sagen, schade, dass ich da heute nicht wirklich weitergekommen bin, aber ich werde gleich noch ein bisschen weiterzocken. Ich werde diese Szene auf jeden Fall schaffen. Ich kann natürlich ohne gar nicht ins Bett gehen, aber das kann ich euch nicht antun. Wir haben stundenlang zuguckt, wie ich da verrecke. Das mache ich ganz in Ruhe. Werde euch die Schlüsselszene natürlich online stellen. Und morgen geht es dann weiter mit einer neuen Szene, indem wir natürlich dann im Nebelforst ein bisschen mehr erreichen als 54%. Das werden wir dann morgen Abend sehen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr morgen dann auch wieder einschaltet, weil es kann unter Umständen ganz schön lustig werden morgen, ja? Also, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zugucken. Habt noch einen schönen Valentinstag. Tut, was ich nicht auch tun würde. Bleibt artig. Ich hab euch lieb. Bis dann.